Heute dreht sich alles um das Thema Heckträger. Ich zeige euch die Besonderheiten unserer Heckträger von der Firma Übler und am Schluss des Videos zeige ich euch, wie der Heckträger am Auto montiert wird. Wer zum Beispiel im Urlaub oder am Wochenendausflug nicht auf das Rad verzichten möchte, bietet sich so ein Heckträger natürlich sehr, sehr gut an. Denn das Schöne oder der Vorteil ist bei solchen Heckträgern, der wird auf die Kupplung montiert, hinterm Auto, sprich das Rad ist windgeschützt, es ist deutlich spritsparender und im Vergleich zu einem Dachgepäckträger muss ich dementsprechend das Rad nicht so hoch hieven. Und ich zeige euch heute die vier verschiedenen Modelle, die ich habe. Wir fangen am besten mal hier ganz links an. Und wir haben hier von Übler dann den P22S. Hier ist es so, wir haben ein Eigengewicht von 14 Kilo. Heißt, ich habe auch eine Belastbarkeit von bis zu 60 Kilo, sprich, ich kann sogar auch hier zwei E-Bikes transportieren. Die Vorteile bei dem P22S sind, wir haben einen Abklappmechanismus drin, die ich über ein Fußpedal betätigen kann. Und so kann ich den Heckträger quasi mit Fahrrädern abklappen und dieser ist sogar bis zu 90 Grad klappbar. Alternativ haben wir dann von Übler den F24. Hier ist es so, dieser ist halt wunderschön klein faltbar. Sprich, ich kann ihn halt wunderbar klein verstauen, zum Beispiel in den Kofferraum packen oder ähnliches. Das heißt, es wäre natürlich sehr, sehr kleines Packmaß. Dann der Dauertestsieger bei Übler, das ist der X21S. Hier ist es auch so, wir haben hier ein sehr leichtes Gewicht von 13,5 Kilogramm, Belastbarkeit von 60 Kilogramm, sprich auch hier zwei E-Bikes-Möglichkeiten. Hier haben wir beide Sachen kombiniert zwischen dem P und dem F-Serie. Heißt, ich kann diesen hier wunderbar zusammenfalten. Andersrum, erst die Rückleuchten und dann habe ich sogar die Möglichkeit, auch hier den abzuklappen auf 45 Grad. Auch hier ist es so, wenn ich ein Kombi fahre oder ein ähnliches Auto fahre, habe ich halt die Möglichkeit, trotz der Räder, die da drauf sind, noch in den Kofferraum zu kommen. Der neueste Heckträger ist dann von Übler der I21. Hier ist es so, wir haben hier nochmal ein kleineres Packmaß und hier ist es ganz besonders, wir haben halt keinen Spannhebel mehr. Sprich, wir haben halt hier nochmal einen Handgriff gespart und da ist es so, dass wir hier einfach dementsprechend den ganzen Heckträger als Spannhebel nutzen. Auch hier leichtes Gewicht, 60 Kilogramm Belastbarkeit, kann den Kleinen verstauen, passend für den Kofferraum, wenn ich längere Zeit im Urlaub bin, dass dann nirgendwo im Weg steht einfach. Und wie der Heckträger jetzt montiert wird, zeige ich euch jetzt direkt am Auto. So, also wie versprochen, zeige ich euch jetzt einmal, wie man den Heckträger ans Auto montiert. Das ist relativ einfach und zwar ist es so, wir öffnen erst einmal den Bügel hier. Damit wir diesen hier hochklappen können, machen den an den Seiten wieder fest. Nehmen kurz einmal die Fußratschen nach vorne und dann haben wir hier den Spannhebel einmal öffnen. Wichtig ist jetzt für euch, nicht von oben drauf, sondern von vorne den Heckträger auf die Kupplung schieben, draufsetzen, ausrichten und den Spannhebel runterdrücken, bis der einer sind. Seht ihr hier, es ist fest dran. Hier könnt ihr es abschließen, sprich, dann habt ihr die Möglichkeit, dass der fest dran ist und nicht mehr geklaut werden kann. Dann einfach die Riemen runterdrücken, die Leuchten ausrichten und natürlich halt zum Schluss einmal den Strom anschließen. So, und das ist die Montage vom Heckträger. Wie ihr sehen könnt, super einfach, super schnell gemacht. Jetzt zeige ich euch natürlich, wie man das Rad auf dem Heckträger befestigt. Und zwar ist es so, wir bereiten den Heckträger schon mal vor. Wir lösen hier schon mal die Fußratschen an beiden Seiten. Nehmen den Haltearm einmal kurz zur Seite, den man halt wunderbar dann zusammendrücken kann und holen uns mal eben kurz ein Rad. So, bei der Montage ist wichtig darauf zu achten, bitte nehmt am Rad natürlich alle losen Gegenstände ab, wie zum Beispiel Fahrradschlüssel, Satteltaschen, Display empfehlen oder abnehmen oder auch dementsprechend die Schlüssel für den Akku. Beim Aufsetzen ist jetzt ganz einfach, wir nehmen das Rad in die Hand, setzen es einmal auf den Heckträger drauf. Achten auf die Pedalstellung. So, gucken darauf, dass es mittig drauf sitzt und nutzen dann den Halterarm hier zum Befestigen des Rades. Auch hier bitte darauf achten, bitte immer am Sattelrohr befestigen, weil hier dementsprechend der Durchmesser nicht so groß ist wie beim Unterrohr zum Beispiel. So, einmal ausrichten, dann einmal festziehen, dass der Heckträger auch vernünftig oder der Halterarm auch vernünftig greift. So lange zudrehen, bis wir da Spannung drauf haben. Hier ist es auch wichtig, bitte nicht zu fest drehen, dass die Schraube sich durchdreht oder ähnliches. Dann haben wir die Möglichkeit, hier das Ganze abzuschließen. Wie ihr sehen könnt, können wir dann drehen, wie wir wollen. Heißt, der sitzt fest drauf. Und zu guter Letzt nutzen wir dann halt die Fußratschen hier,
um das Ganze nochmal auszurichten. Auch hier bitte darauf achten, dass wir dementsprechend die Ratschen nicht zu nah an den Speichen haben. Sprich, wir können dann auch das Rad ein bisschen drehen. Hinten machen wir das Gleiche. So, einmal festziehen und wie ihr seht, das Fahrrad ist fest drauf. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, wie ihr sehen könnt, mit dem Fußpedal das abzuklappen. Fahrrad hält. Und dann können wir mal einen Test machen, ob wir auch dementsprechend den Kofferraum aufkriegen. Und ihr kommt halt leicht an den Kofferraum dran. So, und dann einmal wieder hochklappen, einmal dieses Einrasten. Zack, das Fahrrad ist fest drauf. Ein Tipp habe ich noch für euch, bitte nehmt beim Transport den Akku raus, allein deswegen, weil es ein Gefahrgut ist und auch vom Transport her oder vom Anheben für euch dann leichter wäre. Das war das Video über unsere Heckträger. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne diese stellen in den Kommentaren. Über ein Abo würden wir uns natürlich auch sehr gerne freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder.